So, hallo mal wieder. In diesem Video zeige ich, wie man mithilfe der trigonometrischen Funktion Winkel berechnet. Dazu brauche ich ein rechtwinkliges Dreieck. Also zeichne ich ein solches, sagen wir mit den Kathetenlängen 4 cm und 3 cm. Ich wähle die üblichen Eckenbezeichnungen, also links A, rechts B und oben C. Dann ist offensichtlich in B der 90-Grad-Winkel. Und hier sind die beiden Kathetenlängen, 4 cm und 3 cm. Nach dem Satz von Pythagoras ist dann die Strecke AC, also die Seite klein b, 5 cm lang. Das kann ich auch nochmal schnell zeigen. B ist dann Wurzel aus 3 zum Quadrat plus 4 zum Quadrat, also die Summe der beiden Kathetenlängen zum Quadrat. Und das ist Wurzel aus 9 plus 16, also Wurzel aus 25, und das ist 5. In der Rechnung habe ich die Einheiten weggelassen, jetzt kann ich sie wieder ergänzen. Zentimeter. Nun möchte ich Alpha mit einer der trigonometrischen Funktionen berechnen. Da ich nun alle Seitenlängen kenne, habe ich die freie Auswahl. Und beginne ich einfach mal bei der ersten, dem Arcosinus. Den Arcosinus kann man passend zur Taschenrechnereingabe auch so, Sinus hoch minus 1, schreiben. Da der Sinus bekanntermaßen das Verhältnis gegen Kathete durch Hypotenuse ausgibt, muss ich jetzt in den Arcosinus genau dieses Seitenverhältnis wiederum eingeben. Die Gegenkathete bezüglich Alpha ist die Seite mit den 3 cm Längen. Die Hypotenuse ist 5 cm lang. Also muss ich 3 cm durch 5 cm eingeben. Die Zentimeter darf ich auch einfach weglassen, denn die Einheiten kürzen sich ewig, sodass hier nur der Bruch 3 Fünftel übrig bleibt. Sollten da mal verschiedene Einheiten sein, passt ein bisschen auf, dass er die erst in die gleiche Einheit umwandelt. So, den Term gebe ich nun einfach in den Taschenrechner oder in GeoGebra ein. Bei GeoGebra muss ich die Bezeichnung Arcosinus verwenden. Die Software wandelt das dann automatisch in Sinus hoch minus 1 um und gibt die Lösung aus, ungefähr 36,9 Grad. Achtet auch hier beim Taschenrechner bitte darauf, ob der Winkel im Grad oder im Bogenmaß ausgegeben wird, sonst habt ihr eventuell Unsinn in euren Lösungen. Also ist Alpha ungefähr 36,9 Grad. Der Winkel Beta ist der 90-Grad-Winkel, also rechne ich noch den Winkel Gamma aus. Auch hier habe ich die freie Auswahl, da ich alle Seitenlängen kenne. Nehme ich also auch den Arcustangens mal. Dann ist Gamma der Arcustangens der Gegenkathete durch die Ankathete. Und die Gegenkathete, also die Kathete gegenüber von Gamma, ist die Seite mit der Länge 4 cm. Die Ankathete zu Gamma ist die Seite mit der Länge 3 cm. Also ist Gamma der Arcustangens von 4 durch 3. Das berechne ich nun auch mit elektronischer Unterstützung. Tada, das Ergebnis ist 53,1 Grad. Oh, fertig. Man sieht übrigens auch gleich schön, dass Alpha und Gamma zusammen 90 Grad ergeben. Zusammen mit dem 90-Grad-Winkel im Punkt B sind das 180 Grad. Der Winkelsummensatz ist also auch erfüllt. Bleibt mir zum Abschluss noch eine Randbemerkung. Bei Sinus und Cosinus kommen niemals Werte raus, die größer als 1 sind, weil da eben die Hypotenuse im Nenner steht und das ist bekanntlich die längste Seite im rechtwinkligen Dreieck. Also darf ich in den Arcosinus bzw. in den Arcoscosinus auch niemals Werte größer als 1 eingeben. Nur bei Arcustangens geht das. Das heißt also, wenn ich den Arcosinus von 4 durch 3 versuche zu berechnen, dann geht das nicht. Der existiert nicht und genau das zeigt mir auch der Rechner an. Ja, das war's auch schon wieder. Ihr seht, ist nicht schwer. Viel Erfolg bei euren Berechnungen. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao.